Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn einmal pro Jahr so viele verschiedene Produkte hier bei mir auf der Hebebühne draufstehen, dann geht's, wie könnte es auch anders sein, um unsere Produktempfehlungen und unsere Favoriten. Diese Videos, in denen wir unsere Empfehlungen und Favoriten des jeweiligen Jahres zusammenfassen, werden aber immer schwieriger. Und genau darauf möchte ich jetzt im Folgenden ganz kurz eingehen, bevor wir dann über die entsprechenden Produkte reden. Videos zu Produktfavoriten und Empfehlungen werden für mich persönlich immer schwieriger. Und das aus zwei sehr wichtigen Gründen. Einerseits rücken die Produkte und die Marken und die Hersteller immer näher zusammen, wenn es einfach um die Performance-Kriterien geht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass Kanäle wie wir und andere die Produkte auf Herz und Nieren testen, dass die Testkriterien oftmals sehr klar sind und dass die Hersteller natürlich dann auch anfangen, ihre Produkte auf diese Testkriterien hin zu optimieren. Und genau auch deswegen rückt das, wie gesagt, immer näher zusammen, sodass es in bestimmten Kategorien, wie jetzt zum Beispiel Sprühversiegelungen oder Shampoos oder Snowfoams, für mich persönlich nicht mehr möglich ist, ein einziges Produkt als ganz, ganz klaren Sieger oder als Empfehlung oder als Favorit herauszustellen, sondern dass es immer eine relativ große Menge an Produkten gibt, die ungefähr gleich gut funktionieren. Felgenreiniger ist ein anderes sehr, sehr gutes Beispiel, bei dem das in den letzten Jahren passiert ist. Dennoch habe ich mir für dieses Video was überlegt, wie ich mit dem umgehen kann, und das führt mich nämlich zum zweiten Punkt oder zum zweiten Grund, warum diese Videos immer schwieriger werden, denn für mich persönlich sind Empfehlungen und sind Favoriten nicht unbedingt das Gleiche, denn wenn es um Produktempfehlungen für euch geht, dann sollten nämlich alle Produktkriterien eine Rolle spielen. Das heißt, die Leistung, der Auftrag, die Standzeit bei Versiegelungen und eben vor allem auch der Preis, also das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ich aber von persönlichen Favoriten spreche, dann sind mir persönlich einzelne von diesen Kriterien wichtiger als andere. Für mich spielt dann zum Beispiel der Preis nicht unbedingt so eine große Rolle. Mir geht es dann oftmals auch um eine angenehme Verarbeitung. Das heißt zum Beispiel einen sehr angenehmen Duft. Und deswegen habe ich mir für dieses Video Folgendes überlegt. Ich werde im Folgenden ganz klar zwischen Empfehlungen und zwischen Favoriten unterscheiden. Bei den Empfehlungen versuche ich möglichst alle Kriterien mit einzubeziehen, insbesondere auch Preis-Leistungs-Verhältnis und Verfügbarkeit. Und bei meinen persönlichen Produktfavoriten, da spielt das alles dann keine Rolle. Da kann ich auch mal ein paar Exoten nennen. Und das wollte ich einfach zum Start dieses Videos noch schnell sagen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen über zu meinen ganz persönlichen Empfehlungen und Favoriten des Jahres 2021. Wir bauen dieses Video genauso auf, wie man auch bei einer typischen Autowäsche vorgeht. Das heißt, wir starten mit der Vorreinigung. Und das ist effektiv eine Kategorie, da ist es mir sehr einfach gefallen, sowohl eine Empfehlung als auch einen persönlichen Favoriten zu finden. Denn kaum ein anderes Produkt hat mich letztes Jahr so dermaßen überzeugt wie der Sienna Gloss First. Das ist nicht das günstigste Produkt, gerade wenn man es auf den Preis pro Anwendung runterrechnet. Dahingehend muss man sagen, es ist ein sehr teures Produkt, das kann man definitiv auch nicht wegdiskutieren. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, egal wie oft ich diese Tests mit den Wattepads wiederholt habe, es kam immer das gleiche Ergebnis raus, der Sienna Gloss First reinigt besser als es andere Vorreiniger, andere APCs tun. Und genau deswegen ist das hier mein Favorit, denn für mich persönlich geht es bei einem Vorreiniger darum, eine schöne Reinigungsleistung zu haben und dass er materialverträglich ist. Beides kann und ist der First, und deswegen ist das hier mein ganz klarer Favorit und auch meine Empfehlung, mit der einzigen Einschränkung: wenn euch der hier zu teuer ist und ihr da was Günstigeres sucht, was konzentriert ist, was ihr verdünnen könnt, dann würde ich euch aktuell auf Basis all meiner Tests zum Sonax Multistar raten, weil der auch noch sehr vielseitig ist. Den könnt ihr als APC im Innenraum, im Außenbereich verwenden. Da funktioniert er auch wunderbar. Ihr könnt den in einer Schaumlanze verwenden. Aber wenn euch der First zu teuer ist, dann greift doch zum Sonax Multistar. Wir sind immer noch bei der Vorreinigung, Insektenentferner. Das ist für mich so eine andere Kategorie, die sehr schwierig ist, weil hier ist mittlerweile so viele Produkte ungefähr auf einem Niveau agieren. Aber auch hier habe ich mir überlegt, was spielt für euch eine Rolle? Vor allem die Leistung, die Insektenlösekraft und dann auch der Preis. Und da muss ich sagen, Dr. Wack CW1-100, auch wenn das nicht der günstigste ist, ist er von Leistung her nach wie vor einer der besten aus meiner Sicht. Vom Preis her unglaublich attraktiv und auch von der Leistung absolut hervorragend der Shiny Garage Bug Off. Und letztes Jahr hat mich ebenfalls sehr überrascht der FX Protect Bug Remover. Den Sonax Insektenstar, die gelbe Flasche, kann ich euch auch wärmstens empfehlen. All die funktionieren absolut wunderbar. Aber ich für mich persönlich muss mittlerweile sagen, ich greife immer seltener zu diesen Produkten, denn ich habe letztes Jahr für mich zwei Produkte entdeckt, die all das können, was die auch können, nämlich Insekten sehr, sehr gut entfernen und noch ein bisschen vielseitiger sind. Und das ist einerseits
der Stjernaglass First, den ich euch vorher schon genannt habe. Das heißt, ich kann in einem Schritt in der Vorreinigung sowohl Traffic-Film als auch Insekten entfernen. Deswegen hat der für mich all diese Produkte hier so ein bisschen ersetzt. Und danke an Community-Mitglied Robert, der hat mich darauf hingewiesen, auch der Sonax Multistar, ein APC, kann in der entsprechenden Verdünnung als Insektenentferner verwendet werden und funktioniert hervorragend. Nächste Produktkategorie, wir sind immer noch bei den Vorreinigern, Snow Foams. Da muss ich sagen, da ist es mir mittlerweile relativ einfach gefallen, denn wenn man alles betrachtet, nämlich Reinigungsleistung, wobei man hier bei einem Snow Foam immer dazu sagen muss, hier geht es darum, den Schmutz einzuweichen und nicht komplett zu entfernen, Preis, Verfügbarkeit, Konzentration, das heißt, wie wenig Snow Foam braucht man, um einen schönen Schaum zu erzeugen und vor allem auch, wie zuverlässig erzeugen diese Snow Foams einen schönen Schaum am Auto, unabhängig davon, welche Schaumlanze man verwendet, dann sind das für mich diese vier, die wirklich herausstechen. Der Shiny Garage Fruit Snow Foam, der Sonax Active Foam Energy, der K2 Bela und der ADBL Yeti. Das sind aus meiner Sicht wirklich hervorragende Snow Foams, die ich euch empfehlen kann. Jetzt habe ich euch ja vorher schon gesagt, Produktempfehlungen und Produktfavoriten müssen nicht immer das Gleiche sein. Ich wäre nicht sauer, ich wäre nicht böse, ich wäre nicht enttäuscht, wenn mich jemand zwingen würde, einen von diesen Snow Foams für den Rest meines Lebens zu verwenden. Das sind wirklich hervorragende Produkte. Aber ich persönlich mag zum Beispiel den Geruch vom Sonax Active Foam Energy, der nach Energy Drinks, nach Red Bull riecht, nicht wirklich besonders. Wenn es den Active Foam mit einem Zimt- oder Vanillegeruch gäbe, dann wäre das mein ganz, ganz klarer Favorit. Aber solche kleinen Dinge können eben den Unterschied zwischen Produktempfehlungen und Produktfavoriten ausmachen. Und deswegen sehe ich mich persönlich einfach öfter zu diesen Snow Foams greifen als zu denen hier. Und zufälligerweise kommen alle diese auch aus UK, aus England. Wobei man dazu sagen muss, dass für mich England so ein bisschen das Land geworden ist, das mitunter die besten Snow Foams und Shampoos hervorgebracht hat. Wenn es um pH-neutrale Snow Foams geht, die perfekt dazu geeignet sind, um euer versiegeltes Auto regelmäßig zu waschen oder ein Auto, das nicht ganz so stark verschmutzt ist, dann ist es der Stjernaglass Snö Snow Foam, duftet wunderbar nach Kokosnuss, ist es der Detail Bug Ice Bug, der weist keinen Geruch auf, aber ist der Snow Foam, der die durchgängigste, schönste Schaumdecke auf dem Auto erzeugt, die auch noch extrem lange hält. Bis zu einer halben Stunde habe ich hier schon gesehen. Unglaublich geiler Snow Foam. Aber auch der Dual Engage und der Dunkin' Biscuit Velvet Ultra Snow Foam, weil der hier unfassbar hoch konzentriert ist in einer Gloria FM10, reichen hier um die 3 Milliliter schon aus, was einfach extrem cool ist. Wenn ich ein bisschen mehr Reinigungsleistung haben möchte, verwende ich diese vier alkalischen Snow Foams ebenfalls sehr gerne. Infinity Wax Power Foam, kein Geruch. Ein echter Klassiker, der Odebright Magic Foam. Ich glaube, der duftet nach Kirsche oder Banane oder beidem, da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Der Wax Planet 8 Below, ebenfalls keinen wirklich erkennbaren Geruch. Aber auch der Dual Assault, finde ich, ist ein hervorragender, sehr gut reinigender Snow Foam und das sind meine persönlichen Favoriten. Bei den Autoshampoos ist es für mich dieses Jahr ganz, ganz einfach, denn es gab letztes Jahr ein Shampoo, das mich unglaublich überzeugt hat, das ich extrem gerne verwende, das sehr, sehr günstig zu haben ist, das sowohl als Shampoo als auch als Snow Foam zu verwenden ist, das einen hervorragenden Gleitfilm erzeugt, das wunderbar nach Bubblegum riecht und all das in sich vereint das Nigrin Auto Shampoo Snow Foam. Ist für mich auch die bessere Alternative, muss man ganz klar so sagen, zum Sonax Rich Foam, weil es einfach schlichtweg günstiger ist und noch ein bisschen einen besseren Gleitfilm erzeugt. Aber das hier ist meine ganz, ganz klare Produktempfehlung fürs Jahr 2021 bei den Shampoos, das Nigrin Auto Shampoo Snow Foam. Auch bei den Autoshampoos gilt, würdet ihr mich zwingen, nur noch das Nigrin Auto Shampoo Snow Foam zu verwenden, wäre ich nicht unglücklich. Das ist wirklich ein hervorragendes Shampoo, insbesondere wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis in Betracht zieht. Aber es ist nicht mein persönlicher Favorit. Und meine persönlichen Favoriten an Shampoos, die ich immer wieder unglaublich gerne verwende, weil sie einen hervorragenden Gleitfilm erzeugen, weil sie fantastisch riechen und weil sie entsprechend hoch konzentriert sind, sind diese hier. Detail Bug Bubble Bug, Immaculate Reflection Foamy Sweet, Dual Bahama Blue, Dunkin' Biscuit Feeling Bubbly, das Stjernaglass Matter, das Simple Wax Satz, insbesondere die Limited Editions, die es immer wieder gibt. Dieses hier riecht unfassbar geil, oh, nach Süßigkeiten. Dann auch das RRC Bad Boys Orangeade oder Cola, beide wirklich hervorragend, gerade vom Duft, gerade vom Gleitverhalten. Infinity Wax Pure Shampoo, zwar kein Geruch, aber 2000:1 im Verdünnungsverhältnis, fantastisch. Genauso wie das
Orderbeat Pure Shampoo. Das hat ein Vermischungsverhältnis von 2300 zu 1, noch höher konzentriert. Und dann noch das Wax Junkies Mango Wash. Das hier sind meine Favoriten bei den Shampoos. Reden wir noch ganz, ganz kurz über Spezialshampoos oder Spezialreiniger. Wenn es um die sogenannten Strip Washes geht, also Shampoos, die möglichst Versiegelungen entfernen sollen, dann ist sowohl meine aktuelle Empfehlung als auch mein Favorit nach wie vor das Meguiar's Wash Plus. Ich habe bisher nichts ausprobiert, was so zuverlässig und so gut funktioniert, wenn man es richtig anwendet. Dazu kommt dieses Jahr noch ein Video, inklusive einer ganzen Videoreihe, in der ich dieses Produkt mit anderen potenziellen Versiegelungsentfernern vergleiche und euch zeige, warum das hier so gut funktioniert. Und bei den sauren Shampoos, den Dekontaminationsshampoos, wenn es darum geht, mineralische Ablagerungen zu entfernen, sage ich euch ganz klar, passt hier auf. Sauer ist nicht gleich sauer und es geht nicht einfach darum, dass ihr ein Shampoo mit saurem pH-Wert habt, sondern es geht um die Inhaltsstoffe, die da drin sind und die dazu in der Lage sind, solche mineralischen Ablagerungen zu entfernen. Und da kann ich euch halt nach meinem aktuellen Wissensstand eigentlich nur drei Produkte ruhigen Gewissens empfehlen. Labo Cosmetica Purifica, CarPro D-Scale. Das hier sind beides Shampoos, die ihr auch im Pumpsprüher oder der Schaumkanone verwenden könnt. Und dann insbesondere CarPro Spotless, egal ob in der ersten oder in der zweiten Variante. Das hier ist die aktuelle. Diese drei Produkte funktionieren für diesen spezifischen Einsatzzweck hervorragend. Ja, sie sind teurer, ja, man muss sie höher dosieren, aber wenn es um diesen Einsatzzweck geht, kommt ihr um die aus meiner Sicht nicht herum. Hochdruckreiniger, hier ist es für mich einfach, der Ava P55 Go. Warum? Es ist ein Hochdruckreiniger, der von seiner Größe her nicht viel größer als ein klitzekleiner Kärcher K2 ist, von seiner Leistung her aber ungefähr mit einem Kärcher K5 vergleichbar ist. Ja, ein Ava aus der Master-Serie ist beeindruckend, der hat unglaublich viel Power, der hat eine tolle Ausstattung, der ist stabil, aber der ist auch ein bisschen schwer, der ist ein bisschen teurer. Und wenn ich mir einfach nur das Preis-Leistungs-Verhältnis anschaue, dann halte ich das hier eigentlich für das coolste Gerät, das Ava auf den Markt gebracht hat, das aktuell verfügbar ist. Und deswegen ist das hier mein persönlicher Favorit und auch meine Empfehlung an euch. Wir bleiben gleich noch bei der Fahrzeugwäsche und gehen zu den Waschwerkzeugen über. Wascheimer, ganz ehrlich, holt euch irgendeinen, der euch farblich gefällt. Achtet aber darauf, dass sie vom Durchmesser her so ausgerichtet sind, dass die Schmutzfalle, für die ihr euch entscheidet, dann auch entsprechend hier reinpasst. Bei den Schmutzfallen ist es für mich ganz, ganz klar, die Detail Guards Dirt Lock, die da drin ist, in Kombination mit dem Scrubboard, was ihr hier außen dran seht, das ist für mich aktuell mit Abstand die beste Schmutzfalle. Deswegen empfehle ich euch die nicht nur, sondern das ist auch mein persönlicher Favorit. Waschhandschuhe, da war es für mich auch einfach. Mein persönlicher Favorit und meine Empfehlung ist dasselbe. Das ist nach wie vor der gute alte Petzolds Waschhandschuh. Da ist bis jetzt kein einziger, den ich getestet habe, rangekommen. Den ich persönlich als Favoriten ebenfalls sehr gerne mag, der aber ein bisschen mehr Geld kostet, ist der von The Rag Company, bei dem mir ganz ehrlich gesagt der Name entfallen ist. Aber ganz wichtig, es ist der alte, der etwas dickere und nicht der neue, etwas dünnere. Der gefällt mir von der Faserstruktur her ebenfalls sehr gut. Das gleiche gilt für Washpads. Auch da hat The Rag Company eins im Angebot, was mir von der Faserzusammensetzung her sehr gut gefällt. Auch da achtet darauf, das dickere, nicht das dünnere zu nehmen, wenn ihr meiner Empfehlung folgen wollt. Aber auch das grüne Shiny Garage Washpad hat sich im letzten Jahr so ein bisschen zu meinem Favoriten gemausert. Das sind die, die ich euch auch empfehlen kann. Schaumkanonen, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, die sehr gut funktionieren. Die von Sienna Gloss, die von Autoglimm, die von Angel Wax, die von Autobright, das sind alles englische Marken. Aber auch die MATCC oder die MJCC, die neuen, die mit den breiten Flaschen, die funktionieren ebenfalls sehr gut. Die kann ich euch grundsätzlich alle empfehlen. Mein persönlicher Favorit ist aber nach wie vor die MTM PF22 hier in der alten Version mit dieser Flasche hier. Es gibt mittlerweile die Version 2 mit einer anderen Flasche hier unten. Das da oben ist identisch geblieben. Aber das ist mein Favorit, wenn es um die Schaumlanzen geht. Pinsel habe ich auch einen ganz klaren Favoriten. Das ist der Workstuff Albino Pinsel mit diesen weißen Borsten hier. Egal für welchen Anwendungszweck, das ist mein ganz klarer Favorit und auch meine Empfehlung an euch. Und bei den Felgenbürsten würde ich sagen, wenn es um Empfehlungen geht, sage ich euch ganz klar, hört auf Sebastian. Der hat sehr, sehr viel mehr Felgenbürsten getestet als ich. Da traue ich mich nicht wirklich, euch eine Empfehlung auszusprechen. Aber wenn es um einen persönlichen Favoriten geht, dann muss ich euch ganz klar sagen, die von Sienna Gloss, ich glaube, die heißt Gravel,
Flick, die hat mich in den letzten Wochen doch sehr begeistert. Die funktioniert hervorragend, die mag ich sehr, sehr gerne. Das ist aktuell mein persönlicher Favorit. Aber wie gesagt, wenn es um Empfehlungen geht, hört auf Sebastian. Und mit den Felgenbürsten gehen wir jetzt auch über zu den Felgenreinigern. Bei den Felgenreinigern ist es, wie ich euch vorher gesagt habe, mittlerweile so, es gibt so, so viele, die ungefähr auf einem Niveau performen. Hier bin ich aber wirklich in mich gegangen und habe mir gesagt, für die Empfehlungen, welche sind extrem materialverträglich, sind vom Preis her noch vertretbar und fair, sind überall eigentlich gut verfügbar, funktionieren problemlos und sind von ihrer Performance her gut bis hervorragend. Und da sind mir eigentlich vor allem das Sonax Felgenbeast hier in der Wintervariante, die normale funktioniert genauso gut, und der Dr. Wack P21S High-End eingefallen. Das hier sind meine ganz klaren Empfehlungen, wenn es um die Felgenreiniger geht. Einen wirklichen Favoriten bei den Felgenreinigern habe ich nicht, denn ich tendiere auch mal öfter dazu, die Felgen einfach nur mit einer Felgenbürste und einem Shampoo zu waschen. Aber was ich euch hier noch als Alternative nennen wollte, selbst diese Felgenreiniger, die eine sehr gute Materialverträglichkeit aufweisen, können auf sehr, sehr heiklen, empfindlichen Felgen schon mal problematisch sein. Und wenn ihr hier was absolut hundertprozentig Sicheres sucht, dann schaut euch die DodoJuice Dish Soap an. Nein, das ist kein Produkt, das ihr aufsprüht und abspült und das dann gut reinigt, sondern das müsst ihr noch zusätzlich mit einer Felgenbürste oder einem Handschuh unterstützen. Aber das hier ist eine Variante für all diejenigen von euch, die sehr, sehr hochwertige, teure und heikle Felgen haben. Wir bleiben gleich noch beim Thema Felgen und vor allem jetzt auch Reifen. Bei den Reifenreinigern muss ich nach all meinen Tests sagen, dazu kommen in diesem Jahr noch ein paar Videos, ist für mich meine aktuelle Empfehlung für euch der Gian Tire Cleaner. Reinigungsleistung hervorragend, preislich ein bisschen höher, ja, vor allem höher als zum Beispiel der Shiny Garage Reifenreiniger, aber all diese Produkte sind sehr, sehr aggressive Chemikalien, die gerade auf empfindlichen Felgen schon mal Rückstände oder teilweise sogar schon Schäden hinterlassen können. Aus dieser Hinsicht war bisher der Gian Reifenreiniger mitunter der beste. Und auch wieder, wenn ich die Verfügbarkeit mit einbeziehe, ist das hier meine aktuelle Empfehlung an euch. Wenn ihr bereit seid, und jetzt geht es so ein bisschen in meine persönlichen Favoriten über, auch mal was im Ausland zu bestellen, beziehungsweise Autoglanz gibt es auch in Deutschland, dann kann ich euch auch den Autoglanz Rebound wärmstens empfehlen. Der genießt gerade in England einen hervorragenden Ruf als Reifenreiniger. Das hier wären die zwei Sachen, die ich euch hier empfehlen kann und möchte. Und damit gehen wir dann natürlich nach der Reinigung noch zur Pflege über und schauen uns jetzt die Reifenpflegen an. Weil Reifenpflegen eine Produktkategorie sind, wo es unfassbar viel Auswahl gibt und wo es auch wichtig ist, dass wir von unterschiedlichen Präferenzen sprechen, stehen hier ein bisschen mehr Produkte. Wenn ihr ein absolut mattes Finish wollt auf eurem Reifen, dann kann ich euch das Soft 99 Tire Wax empfehlen. Erzeugt wirklich, wirklich ein absolut mattes Bild, ein wunderschönes Abperlverhalten, ist aber ein bisschen speziell im Auftrag, weil das halt hier wirklich ein Wachs ist und auch ein schwarz eingefärbtes Wachs. Wenn ihr etwas sucht, was relativ lange hält, Achtung, Reifenpflegen sind keine Standzeitwunder im Allgemeinen, aber etwas, was relativ lange hält und ein seidenmattes Finish erzeugt, meine ganz klaren zwei Empfehlungen, Gian Q2 Tire und das Infinity Wax Tire Coat. Wenn ihr was sucht, was auch ein seidenmattes Finish erzeugt, aber ein bisschen stärker in der Abdunkelung ist als diese beiden hier, einfach ein unfassbar schönes Finish erzeugt, aber was nicht so lange hält, DodoJuice Dark Matter und Stiana Gloss Gummy. Aus meiner Sicht rein vom Finish her aktuell mitunter die zwei schönsten oder besten Produkte, die ihr haben könnt. DodoJuice hält noch ein kleines bisschen länger als Stiana Gloss, aber das sind per se keine Standzeitwunder. Und wenn ihr auf den absolut glänzenden, speckigen Reifenglanz steht, für mich diese zwei Sonax Reifenglanzgel und das Infinity Wax Tire Gel deutlich bessere Varianten zum beliebten Meguiar's Endurance. Das hier sind meine Empfehlungen an euch, auch wieder auf Basis von Preis-Leistung und Verfügbarkeit. Das hier sind so ein bisschen auch meine persönlichen Favoriten, wenn es einfach um einen absolut matten Effekt geht. Wax Planet Black Bright ist lösemittelbasiert und zieht wunderbar in den Reifen ein. Wie gesagt, absolut matt. Wenn ihr Glanz wollt und gleichzeitig auch ein wunderschönes Abhellverhalten, extrem starke Abdunkelung, Angel Wax Enigma Elixir. Und wenn ihr wieder diesen seidenmatten Look wollt, aber zusätzlich noch ein angenehmes Dufterlebnis, Dunkin' Biscuit Glitz riecht nach Tutti Frutti, aber sehr, sehr stark bananenlastig. Poor Boys Bold and Bright riecht sehr, sehr schön kokosmäßig. Und das Wax Addict Feeder Tire Conditioner ist vom Finish her definitiv
hier bei diesen beiden einzuordnen. Also ein wunderschönes seidenmattes Finish. Vom Duft her nicht ganz so besonders, aber das wären noch so ein bisschen persönliche Favoriten von mir. Wir bleiben in der Kategorie der Spezialreiniger und reden jetzt über Glasreiniger. Für mich ganz, ganz schwierig, denn meine persönliche Meinung ist hier ganz klar, ein Glasreiniger funktioniert entweder oder er funktioniert nicht. Und da gibt es nicht wirklich riesige, große Unterschiede, sondern sie gehören einfach in eine von diesen zwei Kategorien. Funktioniert heißt für mich, er reinigt die paar Verunreinigungen, die nach der Handwäsche noch vorhanden sind, und er lässt sich streifen- oder schlierenfrei verarbeiten. Und da muss man halt ganz klar sagen, wenn es um Empfehlungen geht, muss man den Preis berücksichtigen, und da sind für mich drei ganz klare Empfehlungen, auch wenn ich Großgebinde in Betracht ziehe: der Tuga Tugalin, der Shiny Garage Perfect Glass Cleaner und auch der FX Protect Glass Cleaner. Ja, es gibt auch noch von Kochchemie oder von Sonax noch größere Gebinde, die könnt ihr euch definitiv auch mal anschauen, aber das wären jetzt mal drei Varianten, die auch sehr, sehr einfach verfügbar sind, die nicht so viel Geld kosten, selbst in diesen kleinen Gebinden hier. Deswegen das hier ganz klar die Empfehlungen. Aber auch hier wieder muss man sagen, wenn ein Glasreiniger was Besonderes mitbringt, dann bin ich auch mal bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, und deswegen sind meine zwei persönlichen Favoriten, zu denen ich immer wieder greife und auch greifen werde, Angel Wax Vision, weil das hier einfach ein Produkt ist, das unfassbar gut ablüftet, so ziemlich das Beste, was ich jemals versucht habe. Und das Gleiche gilt auch für den Dodo Juice Clearly Mental, und der bringt auch noch einen wunderbaren Mentholgeruch mit. Deswegen sind das hier aktuell meine zwei Favoriten. Wenn wir schon von Glas sprechen, Scheibenwischwasserzusätze. Ganz klare Empfehlung und auch mein Favorit aktuell, Sonax Antifrost und Klarsicht. Gibt es in verschiedenen Duftvarianten, gibt es in Großgebinden, ist eigentlich überall verfügbar, kostet nicht die Welt, funktioniert hervorragend. Wenn ihr noch ein bisschen was anderes beimischen wollt, Angel Wax Clarity oder auch Dodo Juice Spirited Away kann ich euch grundsätzlich empfehlen. Die kosten aber schon wieder so viel, dass die Sparfüchse, die Pfennigfüchse unter euch durchdrehen werden, wenn ich euch die empfehle. Deswegen bleibt es hier bei der Empfehlung vom Sonax Antifrost und Klarsicht. Wir sind immer noch bei den Spezialreinigern und beginnen bei den Flugrostentfernern. Hier gibt es für mich eine ganz klare Maxime. Wenn ich einen Flugrostentferner verwende, und das tue ich ja nicht wöchentlich, sondern das tue ich eigentlich nur dann, wenn ich ein Auto wirklich komplett von jedem Schmutz befreien möchte, bevor ich es poliere und oder dann versiegle. Deswegen spielt da für mich der Preis nicht wirklich eine Rolle, sondern ich will einfach, dass das Zeug perfekt funktioniert. Und dahingehend muss ich einfach sagen, diese beiden hier, CarPro Iron X und GN Iron ND2, kommt aus meiner persönlichen Sicht von der Reinigungsleistung fast gar nichts anderes ran, und deswegen sind das hier meine ganz klaren Empfehlungen. Teer Klebstoffentferner, hier muss ich unterscheiden. Wenn ihr es mit absolut hartnäckigen Verschmutzungen zu tun habt, dann Kochchemie Eulex und Sonax Klebstoffentferner, beziehungsweise dann auch der Sonax Teerentferner. Ganz klar diese zwei Produkte. Wenn es nur ganz leichte Teerverschmutzungen sind, einzelne Punkte, und ich keine Lust drauf habe, diese doch recht aggressiven, brutalen Chemikalien einzusetzen, die auch stinken, dann Dodo Juice Tarmageddon und Stianagloss Tiara, das hier auch so ein bisschen meine persönlichen Favoriten. APCs oder All-Purpose Cleaner oder im Deutschen Allzweckreiniger. Mit dieser Kategorie werde ich mir jetzt definitiv nicht nur Freunde machen, und das wird auch ein bisschen kontrovers sein, weil wahrscheinlich wird in jedem anderen Produktfavoritenvideo der Kochchemie Green Star genannt. Der Green Star ist gut, er ist sehr vielseitig, man kann ihn verdünnen, er funktioniert wunderbar. Aber aus meiner persönlichen Sicht, und deswegen ist meine Empfehlung und mein Favorit in dieser Kategorie das gleiche, ist der Sonax Multistar der bessere Green Star. Warum? Er reinigt aus meiner Sicht besser, er riecht besser, er bringt einen sehr frischen Zitrusgeruch mit, während dem der Green Star so leicht bisschen chemisch stinkt. Von den Mischungsverhältnissen ist er mindestens gleich gut, er kostet tendenziell ein bisschen mehr als der Kochchemie Green Star. Wenn wir das aber auf die verdünnten Lösungen runterrechnen, dann spielt das nicht mehr wirklich eine große Rolle. Und gerade wenn ihr ihn als Vorreiniger einsetzt, ist er aus meiner Sicht besser dazu geeignet, um Verschmutzungen zu entfernen. Er funktioniert in der Schaumlanze besser, er schäumt schöner auf. Und als wäre all das nicht schon genug, ist er von der Materialverträglichkeit, Achtung, jetzt lehne ich mich wahrscheinlich weit aus dem Fenster, aber aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung nochmal ein kleines Stückchen besser und sicherer, als es der Green Star ist. Und deswegen ist das hier, Sonax Multistar, meine ganz klare Empfehlung und mein Favorit bei den APCs. Wir haben den Reinigungsschritt fast abgeschlossen. Was noch fehlt, ist das Thema Kneten. Hier hat sich auch nichts geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Meine Favoriten sind hier nach wie vor und mit deutlichem Abstand Shiny Garage, Monello
und Order Finesse, beziehungsweise, das hier liegt noch ein anderes Pack, meines Wissens und meiner Erfahrung nach ist die Order Finesse identisch mit derjenigen von, hier liegt sie, Detail Freaks, Detail Bug und auch AM Details. Das sind hervorragende Kneten aus meiner Sicht. Beim Thema Clay Loop könnte man sagen, ich bin ein Clay Loop Snob. Ich persönlich halte nichts davon, sich selbstgemischte Sachen aus Shampoo und Wasser herzustellen. Bei einem Knethandschuh oder Knetblock ist das was anderes, aber diese Kneten reagieren zum Teil heikel darauf. Und ich bin halt der Meinung, die Hersteller denken sich was dabei, wenn sie uns diese spezialisierten Mittel zur Verfügung stellen, die eben für einen guten Gleitfilm sorgen, damit wir uns hier beim Kneten möglichst wenig Kratzer reinziehen. Dodo Juice, Born Slippy und Carpro Immoloop sind hier meine ganz klaren Empfehlungen und Favoriten. Zum Verarbeiten von verschiedenen Reinigern brauchen wir natürlich auch Sprühflaschen. Hier stehen so meine aktuellen Favoriten. Bei den einfachen Pumpsprühen der Marolex Master, egal jetzt hier in dieser gelben generellen Variante oder dann in der Variante für alkalische oder für saure Reiniger. Schaumsprüher, ganz klar, nach wie vor Gloria FM10 und bei den Sprühflaschen entweder Workstuff mit dem Canyon Sprühkopf oder dann die Shiny Garage Sprühflaschen mit dem Canyon Sprühkopf, Quasar Mercury 360 und auch die IK Sprühflaschen, das wären so meine Empfehlungen. Was kommt nach dem Reinigen? Richtig, das Polieren. Hier ist es extrem schwierig, denn aus meiner persönlichen Sicht gibt es hier mittlerweile, die steht noch verkehrt rum, sehr, sehr, sehr viele Polituren, die gut funktionieren. Mencerna, Nalolex, Surfaces, Sonax, Rupes, Labo Cosmetica. Es gibt so viele Hersteller, die absolut fantastische Polituren, teilweise auch Pads herstellen. Da macht, muss ich euch aus meiner persönlichen Sicht ganz klar sagen, eure Technik, euer Wissen, eure Erfahrung im Polieren sehr, sehr viel mehr aus, als die Frage, welche Polituren, welche Pads ihr verwendet. Aber ich kann euch dennoch natürlich so ein bisschen meine bevorzugten Produkte und auch meine Empfehlungen nennen. Im Cut-Bereich sind das ganz klar aktuell diese drei Produkte, die Rupes DA Coarse, die Labo Cosmetica Audace und die Sonax Ultimate Cut 6 plus 3, wobei ich die Sonax Cut Max auch noch sehr, sehr gut finde. Und bei den Pads greife ich eigentlich immer auf eines von diesen hier zurück. Das Carpro Cool Wool Pad, eine Kombination aus Mikrofaser und Wolle, ist wahrscheinlich mein Lieblings-Cutting-Pad. Mikrofaser-Pads von Lake Country, das hier ist das HDO von Meguiar's von Carpro. Und auch das Lake Country Hybrid Wool Pad, ein fast identisches gibt es auch von Sonax, halte ich für sehr gut. Und bei den Schaumstoff-Cutting-Pads greife ich eigentlich immer wieder gerne auf die Lake Country Force Discs zurück. Mittlerer Bereich, Sonax Cut and Finish, das ist auch mein Favorit unter den One-Step-Polituren, weil es aus meiner Sicht das größte Spektrum zwischen Cut und Finish abdeckt. Die Rupes DA Fine und die Labo Cosmetica Leale mit einem weißen Force Disc Pad. Und im Finish greife ich eigentlich immer wieder gerne auf die Sonax Perfect Finish oder die Cochemy M302 mit dem schwarzen Lake Country Force Disc Pad zurück. Die hier liegt noch falsch, das ist ein mittleres Rupes Pad. Das Gelbe, das gehört eigentlich hierhin, weil ich hier ebenfalls gerne damit arbeite. Aber das wären so meine Favoriten bei den Pads und bei den Polituren. Sträflicherweise habe ich eine meiner absoluten Lieblingsfinish-Polituren fast vergessen. Polish Angel Master Final Polish. Nicht das günstigste Produkt, aber wenn es um eine unfassbar schöne, angenehme, einfache Abnahme geht und ein wunderbares Finish, ist das hier definitiv nach wie vor einer meiner Favoriten. Beim Thema Poliermaschinen ist es ganz, ganz wichtig, dass man meinen Hintergrund und meine Einstellung zum Polieren versteht. Man könnte sagen, ich bin ein Poliermaschinen-Snob. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass der Einstieg ins Polieren und vor allem dann das professionelle, das richtige, das regelmäßige Polieren günstig möglich ist. Ich bin absolut kein Fan davon. Ich würde sogar sagen, ich bin ein Gegner davon, sich Poliermaschinen zu kaufen, die einen 125 mm Stützteller und einen 75 mm Stützteller haben, weil das wird immer ein Kompromiss sein. Die werden von ihrer Auslegung, von ihrer Power her immer schlechter sein, als es dedizierte Maschinen sind. Und selbst wenn man auf so eine große Maschine einen kleinen Stützteller drauf bekommt, schrumpft ja die Maschine selbst nicht. Das heißt, an enge Stellen kommt man dann trotzdem nicht dran. Ich bin der Meinung, wenn man richtig ein ganzes Auto und vor allem mehrere Autos polieren will, braucht man immer drei 125 mm Stützteller oder sogar dann schon 150 mm, 75 mm und eine Mini-Poliermaschine. Und da nach wie vor, wie letztes Jahr schon, meine aktuellen und ganz klaren Favoriten, Rupes LHR 15 Mark III mit dem Kamikaze Stützteller. Ich weiß, ich schulde euch dazu noch ein Video, wird kommen. Kraus S75 Mini
und die Liquid Elements A1000. Das sind so meine Favoriten. Wenn ihr mich nach der besten Einsteiger-Poliermaschine, nach der besten günstigen Poliermaschine fragt, dann bin ich ganz klar der Meinung, dass es aktuell die Maschinen von Liquid Elements sind, egal ob ihr euch da die T2500 oder die T3000 holt. Die T4000 ist übrigens eine hervorragende, günstigere Alternative zur Rupes, aber das hier ist von ihrer Laufruhe, von ihrer Leistung her nach wie vor meine absolute Favoritenmaschine. Aber wie gesagt, günstige Alternative, ganz, ganz klare Empfehlung von mir, Liquid Elements. Nach dem Polieren müssen wir natürlich noch entfetten und da muss ich jetzt sagen, eigentlich ist es Schwachsinn, dass ich euch hier Empfehlungen gebe, denn man muss hier immer ein bisschen ausprobieren. Nicht jeder Entfetter kriegt alle Rückstände von allen Polituren entfernt. Die Hersteller optimieren diese Produkte teilweise auch auf ihre eigenen Polituren und weil verschiedene Polituren von verschiedenen Herstellern unterschiedlich arbeiten, manche sind wasserbasiert, manche sind lösemittelbasiert, funktionieren diese Produkte eben auch unterschiedlich. Zwei, die aus meiner Sicht persönlich universell sehr, sehr gut funktionieren, sind der FX Protect Surface Agent und vor allem Sonax Paint Prepare. Paint Prepare vor allem auch ein Geheimtipp für sehr heikle Lacke, bei denen ihr das Problem habt, dass ihr nach dem Polieren beim Entfetten sofort wieder Kratzer drin habt. Das hier wären so meine zwei Empfehlungen. Aber nochmal, hier müsst ihr auch dazu bereit sein, mal verschiedene Entfetternprodukte auszuprobieren, um für euch das Perfekte herauszufinden. Wir haben unser Auto jetzt gereinigt, poliert und damit auf eine Versiegelung vorbereitet. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Versiegelungen über. Ihr seht schon das große Problem. Das ist insbesondere, wenn wir uns die sprühbaren Produkte anschauen. Quick Detailer, Sprühwachse, Sprühversiegelungen, Nassversiegelungen, Trockenhilfen und so weiter. Dann ist es aus meiner Sicht absoluter Quatsch mittlerweile von ganz, ganz klaren Favoriten oder Empfehlungen zu sprechen, denn die gibt es nicht mehr. Hier sind die Hersteller so nah aneinander gerückt und wahrscheinlich stehen hier bei weitem nicht alle, die man nennen könnte und auch müsste. Ich habe mich aber hier für diejenigen entschieden, die ich euch ruhigen Gewissens empfehlen kann und zu denen ich persönlich auch immer wieder greife, nach verschiedenen Kategorien sortiert und jetzt gehen wir relativ schnell durch diese durch. Bei den Versiegelungsshampoos war es noch relativ einfach. Für mich aktuell der ganz klare Favorit am Markt, Sonax Ceramic Active Shampoo, ist das, was am besten funktioniert. Trockenhilfen, ganz, ganz klare Empfehlung meinerseits, ein unglaublich beeindruckendes Produkt, Sienna Gloss Glatt, weil es macht genau das, was es soll. Es hilft euch beim Trocknen des Fahrzeugs und ich verstehe nicht, wie es dieses Produkt schafft, aber es erzeugt dabei sogar noch eine Lackglätte. Und genau diese Lackglätte hilft euch dann beim Trocknen eures Fahrzeugs, das Risiko von Kratzen zu minimieren. Achtung, das ist kein Produkt, das ich euch empfehle, wenn ihr eine andere Versiegelung auf eurem Auto habt, denn die wird sich ganz klar drüber legen. Aber wenn ihr jemand seid, der sein Auto zum Beispiel an der SB-Box wäscht, der es öfter mal auch bei heißen Temperaturen wäscht und es chronisch mit Wasserflecken zu tun hat, ganz, ganz klare Empfehlung. Nassversiegelungen mache ich ganz kurz, schnell und schmerzfrei. Meine aktuellen Favoriten und das, was ich euch empfehlen kann und möchte. GN Wet Coat und CarPro Hydro Light, wenn es wirklich um das maximale Abperlverhalten geht. Ganz klar, diese beiden Produkte sind aber relativ teuer. Wenn ihr ein bisschen eine besondere Auftragevariante mit diesem Trigger hier wollt, die Soft 99 Raindrop Bazooka. Wenn es ums Preis-Leistungs-Verhältnis geht, leider Gottes kriegt man das halt bei uns nicht, muss man sich in England bestellen, aber Detailbug Bumblebeat und auch Labo Cosmetica Beneficia Wet Coat funktioniert hier hervorragend. Dann die klassischen Quick Detailer. Klassisch heißt, die müssen vor allem reinigen, extrem einfach in der Anwendung sein, fast schon von selbst ablüften, eine leichte Lackglätte erzeugen, eine leichte Farbauffrischung, eine leichte Hydrophobiesteigerung und all das machen diese Produkte hier. Infinity Rex Rapid Detailer, Bouncers Dun & Duster, die beiden hier und besonders der Bouncers extrem gut in der Farbauffrischung, Dodo Juice Mint Condition, Dual Nitro und der Detailbug Firefly. Ganz, ganz klare Empfehlungen bei den klassischen Quick-Detailern. Wenn ihr sagt, ihr möchtet all das haben, aber noch zusätzlich ein starkes Abperlverhalten, dann sind das hier wahrscheinlich aktuell die besten Produkte am Markt, wenn es darum geht. Sonax Ceramic Quick-Detailer, Meguiar's Hybrid Ceramic Detailer, Liquid Elements Quick Detailer, ein unglaublich unterschätztes Produkt, weil es wirklich, wirklich gut funktioniert und auch vom Preis her sehr fair ist. Infinity Wax QDX und CarPro Elixir. Wenn ihr sagt, ihr möchtet vor allem einen Quick Detailer, der Lackglätte erzeugt, also ihr die Lackfummler seid, dann, wenn ihr noch zusätzlich ein starkes Abperlverhalten wollt, kommt ihr eigentlich am Polish Angel
Canuba Arts nicht vorbei. Das hier ist die Variante für Silber. Da gibt es auch noch welche für Rot, Schwarz, Gelb und so weiter. Aber auch der Dodo Juice Red Mist ist hier ein absoluter Geheimtipp. Die Graphenprodukte, so viel kann ich vorwegnehmen, erzeugen wirklich eine schöne Lackglätte. Infinity Wax QDX Graphene, Angel Wax Atomic QED. Der normale QED war ja auch schon dafür bekannt. Bouncers Dun & Dusted SE Edition, HB Sauce Raspberry Sauce, Ainsu Gleam und der Stiana Gloss Silke. Für alle Lackfummler unter euch, die Lackglätte und eine starke Farbauffrischung wollen. Und dann bei den Sprühversiegelungen, wo es um eine lange Standzeit und eine besonders schöne Hydrophobie geht, ganz klar, Sonax Ceramic Spray Versiegelung, Sonax BSD oder Brilliant Shine Detailer, Meguiar's Hybrid Ceramic Wax, Soft 99 Fuku Pika, ADBL Synthetic Spray Wax, ADBL Quick Wax, Tech Systems Shiny Wax, One Wax Pure Bead und dann sollte hier eigentlich auch noch das Hydro Bead von Reflected stehen. Habe ich leider keins mehr, habe ich eine ganze Flasche verballert beim Testen. Aber das wären hier die Produkte, die ich euch empfehlen kann bei den sprühbaren Versiegelungen. Weil ich jetzt schon weiß, dass viele von euch danach fragen werden, was ist denn mit dem Dr. Wack A1 High-End Spray Wax? So wie es bei der Markteinführung beworben wurde, gehört es eigentlich hierhin, also zu den Sprühversiegelungen. Ich bin aber der Meinung, es kann von der Standzeit her nicht mit denen mithalten, sondern es ist eigentlich eine eigene Kategorie, die sich zwischen diesen beiden hier einordnet. Also den sehr, sehr stark hydrophoben Quick Detailern und den Quick Detailern, die sehr stark auf Farbauffrischung setzen. Das heißt, es ist aus meiner Sicht eher ein sogenannter Quick Detailer Plus, also einer, der noch zusätzlich Farbauffrischung und vor allem Hydrophobie mitbringt. Und da würde ich auch bei den Favoriten und Empfehlungen das Produkt hier einordnen. Wie ihr seht, sind wir mit den Versiegelungen der Lieblingskategorie von Autopflege-YouTubern noch nicht ganz fertig, denn wir müssen noch über Wachse, Flüssige und Pastöse, über Polymerversiegelungen und vor allem auch Keramikversiegelungen sprechen. Wir beginnen mit Flüssigwachsen. Die habe ich letztes Jahr so ein bisschen für mich entdeckt. Und da muss ich euch auch ganz klar sagen, wenn ihr jemand sagen hört, dass das hier billige Baumarkt-Einsteigerprodukte sind, die nichts können und die nicht so lange halten wie pastöse Wachse, dann hat er schlichtweg keine Ahnung. Denn es gibt hier mittlerweile hervorragende Produkte, die eine gute Standzeit, eine sehr schöne Resistenz und ein wunderbares Abperlverhalten aufweisen. Und es ist eine Produktkategorie, die langsam so ein bisschen wiederkommt, weil immer mehr Hersteller hier coole Produkte auf den Markt bringen. Meine Empfehlungen und Favoriten für euch nach all meinen Tests: Dr. Wack A1 Speed Wax 3 und Sonax Brilliant Wax 1 MPT. Die zwei hier kriegt ihr absolut problemlos und günstig wirklich überall. Und dann noch so ein bisschen, sagen wir mal, Spezialistenprodukte. Das Infinity Wax Turbo 6, das Surfaces Hybrid Wax Cream, das Simple Wax Liquid Armor Wax Planet Lock and Load und das One Wax Ceramic Shield. Bei den pastösen Wachsen fällt es mir traditionellerweise immer am schwierigsten, Favoriten und Empfehlungen rauszusuchen, aber ich habe es mal wirklich versucht zu reduzieren. Bei den Showwachsen, das heißt bei solchen, die wirklich auf Glanzsteigerungen, Farbauffrischungen, Fülleigenschaften und eine schöne, einfache Verarbeitung ausgelegt sind, mein absoluter Favorit: HB Sauce Banana Cortado. Achtung, mein Favorit aufgrund des sehr, sehr coolen Bananensplit-Geruchs, der hier drin ist und aufgrund der idiotensicheren Verarbeitung. Es gibt hier aber auch von Ziemöl und von Wax Planet einige andere Showwaxe, die sehr gut funktionieren, aber das wäre halt hier mein Favorit. Mein Favorit bei den Spezialwachsen, insbesondere denen für weiße Lacke, ganz klar das ODK Echo mit diesem wunderbaren Vanillepralinengeruch. Dann bei den Einsteigerwachsen kann ich es wirklich auf drei reduzieren. Alle Wachse von Wax Junkies, die es gibt, kann ich euch empfehlen. Das ist noch das alte Dosendesign, da gibt es mittlerweile wieder ein neues. Und das ist auch wirklich egal, welches ihr euch holt, die sind alle einfach im Auftrag. Jedes einzelne von den Dodo Juice Core 8 Wachsen, das hier ist dasjenige für weiße Lacke, aber wie gesagt, da könnt ihr euch jedes holen. Und das Wax Planet Simplicity. Alle diese Wachse, die ich jetzt als Einsteigerwachse tituliert habe, könnte man auch hier rüberschieben und sagen, das sind hervorragende Allrounder-Wachse. Das heißt, Wachse mit ausgewogenen Eigenschaften. Vernünftige Standzeit, schöne Hydrophobie, schöne Farbauffrischung, einfache Verarbeitung, die aber in keiner von diesen Kategorien überragend sind. Das wären das Simple Wax Armageddon, das Infinity Wax Super Gloss Plus Wax hier in dieser leider angekratzten Dose. Ich hoffe, ich kriege mal irgendwann einen neuen Deckel. Das Neo Wax Number One, Stiana Gloss Fantastisk, und das Dodo Juice Scarlet Fever und das Shinecraft. Wenn ihr eine reine Preis-Leistungsperspektive habt, euch eine schöne Dose und ein guter Geruch, all das egal ist und ihr einfach nur ein Wachs wollt, was
einfach in der Anwendung ist, einigermaßen lange hält, resistent gegenüber Chemikalien und Temperaturen ist und wunderschön abperlt, kommt dir aus meiner Sicht am Soft 99 Waterblock Super Splash nicht vorbei. Das hier ist wirklich ein hervorragendes Wachs und das hier wären meine Empfehlungen. Bei den Polymer- oder Nanoversiegelungen ist es für mich relativ einfach. Am Sonax Polymer Net Shield kommt man aus meiner Sicht nicht vorbei. Das ist, muss man wirklich sagen, eine hervorragende Versiegelung. Und wenn man mich übrigens zwingen würde, eine Versiegelung als die beste überhaupt darzustellen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es das Sonax Polymer Net Shield ist, auch wenn das Soft 19 Infusorcode F7 da sehr, sehr nahe rankommt. Die zwei ganz klare Empfehlungen. Bei den Keramikversiegelungen möchte ich zwischen Einsteigerkeramiken und normalen Keramiken unterscheiden. Achtung, ich persönlich bin der ganz klaren Meinung, und das sage ich euch immer wieder, eine Keramik ist nichts für Einsteiger. Ihr solltet immer zuerst mit anderen Versiegelungskategorien anfangen, schauen, dass ihr da zurechtkommt und vor allem solltet ihr so weit sein, dass ihr euer Auto perfekt vorbereiten und polieren könnt, bevor ihr euch an der Keramik ranwagt. Wenn ihr so weit seid und das machen möchtet, dann sind die Einsteigerkeramiken, die ich euch empfehlen kann, die wirklich vergleichsweise einfach in der Anwendung sind. Das Gian Wet Coat, das neue Infinity Wax Synergy Light, das Reflected Sunlight von Benedikt, die Sonax CC1 und auch das Gian One, wo es ja jetzt das neue Gian One Evo auch gibt. Wenn ihr jemand seid, der eine Keramik draußen auftragen möchte, weil ihr keine Garage habt, Achtung, hier muss ich noch viel mehr als beim Polieren sagen, das empfehle ich euch ganz klar nicht. Das Auftragen ist nicht das eigentliche Problem, sondern das Auto muss danach 24 Stunden lang bei relativ konstanten Temperaturen und vor allem Luftfeuchtigkeiten dastehen, damit die Keramik ausreagieren kann. Wenn es in der Nacht kalt wird und sich Feuchtigkeit auf den dünnen Karosserie ansammelt, dann war der Auftrag da umsonst. Wenn ihr es unbedingt machen wollt, dann von diesen Keramiken hier ganz klar das Infinity Wax Synergy Light, weil dafür wurde es unter anderem auch ausgelegt. Bei den normalen Keramiken sind meine aktuellen Favoriten relativ klar das Sonax CC Evo, die CarPro Z-Quartz UK 3.0 und bei allen Keramikversiegelungen von CarPro ist es auch definitiv die UK 3.0, die ich euch da empfehlen kann, und das NeoWax Number 6. Da ich selbst kein professioneller Aufbereiter bin, kann ich nichts zu professionellen oder gewerblichen Keramiken sagen, werde ich auch nicht. Aber noch ein Punkt, ihr seht, hier steht das CarPro Z-Quartz Light nicht dabei. Das hat den einfachen Grund, dass es eine sehr starke Lackabdunkelung erzeugt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum das Liquid Elements Eco Shield nicht dasteht, denn das führt einfach dazu, dass das Risiko für Wolken und für Schlieren gerade bei Einsteigern höher ist als bei diesen Keramikversiegelungen hier. Aber diese zwei Versiegelungen haben für mich einen ganz klaren Anwendungszweck und damit gehen wir jetzt über zu den Kunststoffversiegelungen. Bei den Kunststoffpflegen habe ich es nach Anwendungsart unterschieden, aber ich muss hier ganz klar sagen, aus meiner persönlichen Sicht macht es nicht wirklich Sinn, eine traditionelle Kunststoffpflege oder Versiegelung oder einen Kunststoffwachs aufzutragen, weil der Auftrag ist exakt gleich schwierig und aufwendig wie bei einer Keramik, aber die Keramikversiegelungen halten einfach länger, wenn es um den Auffrischungseffekt und auch einen gewissen Selbstreinigungseffekt geht. Deswegen sind meine ganz klaren Favoriten in diesem Bereich das Cerakote Trim Coat. Dazu kommt wirklich noch ein ausführliches Video, weil das ist ein sehr cooles Produkt, aber nicht ganz einfach in der Anwendung. Hier ein absolut klarer Geheimtipp, aufgrund der starken Farbauffrischung, das CarPro Z-Quartz Light. Das Einzige, was hier schade ist, man kriegt eine riesengroße Flasche, braucht aber in der Regel nur ganz, ganz wenig für Kunststoffe. Das heißt, da würde es sich eher lohnen, wenn man sich dazu entscheidet, das auch aufs Auto aufzutragen. Liquid Elements Eco Shield ebenfalls aufgrund der starken Farbauffrischung und auch das gute alte Gian Trim. Das hier meine Empfehlungen und auch meine Favoriten für Kunststoff bei den Keramiken. Dann Cochemy Nano Magic Plastcare. Es gibt kaum eine Kunststoffpflege, die so einen schönen Effekt erzeugt und so lange hält wie die hier. Das Shiny Garage Jet Black kommt sehr nah heran und das Schöne am Gian Preserve ist nicht nur der schöne Farbauffrischungseffekt, sondern dass man das innen und auch außen am Kunststoff verwenden kann. Wenn ihr Wachs-Fans seid, dann könnt ihr euch definitiv auch das Infinity Wax Plastic and Rubber Wax anschauen und auch das Angel Wax Halo. Zu beiden kommt auch noch ein Video, wo wir uns diese auf einem Plastik auch im Langzeittest anschauen. Das Autobright Hellshine The Abyss würde auch hier dazugehören, aber Autobright unterzieht seine Submarke Hellshine gerade einem Rebranding und deswegen wollte ich das nicht mehr dazunehmen, weil es eigentlich streng genommen nicht mehr verfügbar ist. Das wären meine Empfehlungen für Kunststoff.
Natürlich dürfen wir auch das Thema Mattlack nicht vergessen, denn nach wie vor kommen viele neue Wagen mit diesem wunderschönen Lackfinish daher. Bei den Snowfoams und Vorreinigern muss ich euch sagen, solange ihr nichts verwendet, was potenziell auch an normalem Lack Schäden verursachen kann, Stichwort aggressive Vorreiniger und Traffic Film Remover, könnt ihr alles verwenden, was es auf dem Markt gibt. Sienna Gloss First ist sicher für Mattlack, habe ich selbst ausprobiert und aus meiner Sicht jeder Snowfoam, der auf dem Markt verfügbar ist. Bei den Shampoos muss ich euch auch sagen, ihr könnt jedes Autoshampoo nehmen, das auf dem Markt verfügbar ist, das keine Zusätze wie Glanzverstärker, Wachse oder sonst was enthält. Versiegelungsshampoos sind in der Regel okay, könnt ihr verwenden. Wenn ihr unbedingt ein Shampoo verwenden wollt, das spezifisch für Mattlack gemacht ist, weil euch das ein ruhiges Gewissen gibt, dann mein aktueller Favorit, Sienna Gloss Matter, auch vom Preis her. Aber grundsätzlich kann ich euch auch das von Petzolds, von den Chemical Guys und von Angel Wax wärmstens empfehlen. Auch bei Spezialreinigern wie Flugrost entfernen, Teer entfernen und so weiter ist es grundsätzlich so, ihr könnt die alle verwenden, aber immer wieder der Hinweis, sobald ihr das Gefühl habt, es ist ein Risiko da, dass ihr einen Schaden erzeugt, dann würde ich euch anraten, immer erst an einer unauffälligen Stelle testen, denn das Entscheidende bei Mattlack ist, ihr könnt Fehler nicht durch Polieren wieder korrigieren. Wenn einmal ein Schaden im Mattlack drin ist, sei es ein Kratzer oder eine Verätzung oder ein Wasserfleck oder Vogelkot, die sich eingebrannt haben, dann sind die drin und dann kriegt ihr sie nicht mehr raus, dann ist das ein Fall für eine Neulackierung. Bei den Versiegelungen, beziehungsweise zuerst mal bei den Quick-Detailern, muss ich euch sagen, die einzigen, die ich euch da empfehlen kann, weil sie genau das machen, was ein Quick-Detailer soll, nämlich vor allem reinigen, ohne was zu hinterlassen auf dem Lack, Sienna Gloss, Merk und der Dodo Juice Delicious. Das hier sind übrigens auch für alle anderen von euch sehr schöne Alternativen, die nach einem Quick-Detailer suchen, der nur reinigt und nichts auf dem Lack hinterlässt. Wenn es ums Thema Versiegelungen geht, dann habe ich eine ganz klare Meinung. Keine Versiegelung auf dem Markt schützt vor Kratzern, auch eine Keramik nicht. Sie verschiebt nur die Grenze, die es braucht für eine Krafteinwirkung, damit ein Kratzer entsteht, leicht nach oben. Und deswegen, wenn es euch darum geht, euren Mattlack optimal zu schützen, dann würde ich persönlich nicht das Geld in die Hand nehmen und eine Keramik auftragen oder auftragen lassen, sondern ich würde mich für eine Lackschutzfolie entscheiden. Generell würde ich euch empfehlen, holt euch gar kein Mattlack-Auto, sondern holt euch ein Auto mit regulärem Lack und tragt euch dann eine matte Lackschutzfolie obendrauf, weil dann habt ihr den matten Look, aber ihr habt die ganzen Nachteile nicht, die mit Mattlack einhergehen. Wenn ihr aber jetzt ein Mattlack-Auto habt oder auch ein mattfoliertes Auto, dann ist es einfach so, wenn ihr eine einfache, schnell anzuwendende Versiegelung braucht, aus meiner Sicht gibt es nichts Besseres als den Sonax Brilliant Shine Detailer. Ihr habt sowieso eine raue Lackoberfläche, wenn ihr Mattlack habt, dann spielt es keine Rolle, dass der hier eher ein raues Lackfinish erzeugt. Er ist extrem standfest, er ist einfach zu verarbeiten, er ist super hydrophob, mehr kann man von einem Versiegelungsprodukt nicht erwarten. Und alles andere, insbesondere Polymerversiegelungen und ganz besonders Wachse, erzeugen auf Mattlacken tendenziell immer eher Veränderungen im Finish, die man nicht unbedingt haben möchte. Und deswegen ist hier meine ganz, ganz klare Empfehlung, Sonax Brilliant Shine Detailer, wenn es um Versiegelungen für Mattlack geht. Und nachdem wir außen mit allem fertig sind am Auto, geht es jetzt natürlich noch um den Innenraum. Auch hier versuche ich es so kurz und schmerzlos wie möglich zu machen. Wenn ihr einfach nur einen Innenraumreiniger sucht, der sauber macht, der Staub und Fingerabdrücke entfernt oder mal auch leichte Verschmutzungen, ihr möglichst wenig Geld ausgeben möchtet, dann holt euch doch einfach den guten alten Sonax Auto Innenreiniger. Der macht genau, was er soll. Er reinigt und er hinterlässt ein neutrales Finish ohne irgendeine integrierte Pflege. Er ist günstig und er ist überall verfügbar. Wenn ihr ein bisschen was, ja sagen wir mal, Spezielleres wollt, Cochemie Multi Interior Cleaner funktioniert hervorragend, der CarPro Inner QD, das ist der neue, aber auch der Gion Interior Detailer funktioniert hier hervorragend, Cochemie ASC, auch wenn ein bisschen teurer ist, das hier ist insbesondere ein Tipp für alle Klavierlackoberflächen und Bildschirme, Sienna Gloss Inni und auch der ODK Encore, das ist so ein bisschen auch mein persönlicher Favorit, aufgrund des unfassbar angenehmen Geruchs. Das hier sind reine Reiniger, die nichts an Finish hinterlassen. Eine Zwischenkategorie zwischen reinen Reinigern und Kunststoffpflegen sind die Interior Detailer. Auch die reinigen, auch die sind in der Regel sicher, um sie zum Beispiel auf Klavierlack und Bildschirmen zu verwenden, aber sie frischen auch Kunststoff leicht auf. Und da sind meine Favoriten und Empfehlungen Adams Interior Detailer, One Wax Lunatic und der Aenso Core. Wenn es um die Polsterreinigung geht, Cochemie Polestar
und aber auch der gute alte Sonax Extreme Polster und Alcantara Reiniger. Etwas Ähnliches gibt es noch von Dr. Wack. Das hier wären die Produkte, die ich euch hier empfehlen kann. Kunststoff pflegen für den Innenraum. Cochemie Refresh Cockpit Care. Schöner Kirschgeruch mit dabei. ODK Cabin, ein unfassbar leckerer, ich glaube, es ist Limetten- und Himbeergeruch. Aber auch das GN Preserve funktioniert hervorragend. Rein vom Auffrischungseffekt ist das sogar das stärkste Produkt. Und dann, wenn es um die Lederreinigung geht, kann ich euch persönlich die Produkte von GN, von Colorlock, von LMX Ledermax oder auch den ganz, ganz neuen Infinity Wax Leather Cleanser empfehlen. Den hier vor allem aufgrund eines extrem angenehmen, lederartigen, parfümartigen Geruchs, den er dann nach der Reinigung auch hinterlässt. Ich persönlich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man Leder versiegeln muss, aber man kann es natürlich pflegen. Und hier würde ich euch persönlich dann wirklich und eigentlich auch ausschließlich zu den Produkten von LMX Ledermax und von Colorlock raten. Und zu guter Letzt geht es noch um Innenraumdüfte. Eigentlich ist das Schwachsinn, denn Düfte sind so ziemlich das Subjektiveste, was es überhaupt gibt. Und es bringt euch schlichtweg nichts, wenn ich euch sage, ich mag den oder den Geruch, denn ihr habt ganz, ganz andere Duftpräferenzen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich unterteile das in verschiedene Duftkategorien oder Duftrichtungen und sage euch, welche Gerüche da aus meiner Sicht am intensivsten, am authentischsten, am echtesten sind und nicht so übertrieben süßlich riechen oder künstlich oder synthetisch riechen. Und ich glaube, so können wir hier für euch sinnvolle Empfehlungen haben. Eins vorweg, für parfümartige Gerüche werde ich euch keine Empfehlungen geben. Da fühle ich mich nicht wirklich dazu in der Lage. Da fehlt mir auch ein bisschen die Fachkenntnis. Aber für alle anderen habe ich es versucht. Wenn ihr einen frischeartigen Geruch im Auto wollt, Shiny Chiefs Babypuder, Shiny Chiefs Chill Breeze, Liquid Elements Mellow Minze und der ODK Glamour, der frischeartige. Melonenartiger Geruch, Shiny Chiefs Melon Bomb und der Aenso Smell Like Orbit. Beerenartig, Aenso Smell Like Polaris und die California Car Sense Dose in der Autumn Blackberry Variante. Kirsche, ganz klar, Aenso Smell Like Gleam. Fruchtig oder fruchtmischungsartig oder exotische Früchte, Aenso Smell Like Animate und der Shiny Garage Peach and Mango. Banane, der Liquid Elements Mellow Banana. Bubblegum, Shiny Garage Bubblegum. Und dann, ich nenne es jetzt mal die Backstubenmischung, ADBL Magic Mist Tire Dressing. ODK Chalkwork Orange und dann von den Chemical Guys Vanilla Beam, Mom's Pound Cake, Rico Hachatas American Apple Pie und mein aktueller ganz neuer Favorit, der Hot Glazed Buns Zimtschneckengeruch. Jetzt hätten wir doch glatt eine der wichtigsten Kategorien unter den Autopflege-Zubehörartikeln vergessen, nämlich die Mikrofasertücher bzw. Mikrofasermaterialien. Ich mache es kurz, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, denn dazu werde ich in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Videos machen, denn ich habe mich gerade vor kurzem wieder mit einigen Tüchern von verschiedenen Herstellern eingedeckt, um euch da wirklich auch eine schöne große Übersicht über die verschiedenen Hersteller geben zu können und euch vor allem auch sagen zu können, ob die Tücher von den verschiedenen Herstellern sich hier lohnen oder nicht, weil es gibt hier schon sehr, sehr große Preisunterschiede. Ich möchte jetzt aber in diesem Video wirklich nur relativ kurz durch die wichtigsten Kategorien durchgehen und euch da meine aktuellen Favoriten und auch meine Empfehlungen nennen. Da decken sich Favoriten und Empfehlungen definitiv. Bei den Trockentüchern wäre es lächerlich, wenn ich euch was anderes empfehlen würde als das Liquid Elements Silverback bei den klassischen Plüsch-Trockentüchern und das Liquid Elements Black Hole bei den Twisted Pile Tüchern. Denn wenn es rein um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, kommt ihr an diesen Tüchern nicht vorbei. Sie sind teilweise massiv günstiger als jetzt beispielsweise irgendwas von The Rag Company, von Dodo Juice, von Stiana Gloss, von Gian oder von Car Pro oder auch und insbesondere von Microfiber Madness. Achtung, das heißt nicht, dass diese Tücher von den Marken, die ich euch jetzt gerade genannt habe, schlecht sind. Ganz im Gegenteil, da gibt es ein paar Tücher, die ich persönlich sehr gerne mag. Aber
Einmal mehr, wenn es um Empfehlungen geht, muss ich das Preis-Leistungs-Verhältnis berücksichtigen. Und ich kann nicht sagen, dass irgendeins von diesen Tüchern von den anderen Herstellern irgendwas besser kann als die von Liquid Elements. Und deswegen nochmal klassische Trockentücher, Liquid Elements Silverback, Twisted Pile Tücher, das Liquid Elements Black Hole. Ganz, ganz klare Empfehlungen, wenn es hier um Preis-Leistung geht. Wobei ihr euch natürlich auch hier die moderne Variante, die Mischform aus Plüsch und Twisted Pile Faser von Liquid Elements holen könnt, das Silverback Fusion. Das wäre quasi die Mischform. Und das wäre auch meine Empfehlung, wenn ihr noch gar kein Mikrofasertuch habt und euch gerade überlegt, welches sollt ihr euch holen. Holt euch diese Hybridstruktur, denn wenn es rein ums Trocknen geht, sind die aus meiner Sicht aktuell so ein bisschen das Beste aus zwei Welten. Wir bleiben noch kurz beim Trocknen. Da gibt es ein, zwei Utensilien, die ich sehr gerne mag. Einerseits sind das so magnetische Streifen, die ihr euch zum Beispiel unter die Spiegel vom Auto geben könnt, damit diese typischen Wasserläufer nicht entstehen. Da mag ich einfach die Magnetos von Workstuff sehr gerne, weil sie preislich sehr vernünftig gestaltet sind. Einerseits gibt es die in Gelb in klassischer Plüschfaser, andererseits gibt es die in Schwarz in Twisted Pile Faser. Macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied, was sie hier verwendet. Und in letzter Zeit habe ich sehr, sehr gerne auch Trocknungshandschuhe verwendet, weil man damit zum Beispiel ganz gut um Spiegel oder an Kanten rankommt. Einerseits ist das hier der Silk Mitt von Gion, den ich hier sehr gerne mag und empfehlen kann. Aber auch hier dieses kleine Teil, wo ich schlichtweg den Namen vergessen habe, in runder Form von The Rag Company. Auf der einen Seite die Platinum Pluffel und auf der anderen Seite die Twisted Pile Struktur. Mag ich ebenfalls sehr gerne, kann ich euch auch definitiv empfehlen. Achtung, beides ist nicht unbedingt günstig. Ich glaube, eine Kategorie, wo es definitiv Unterschiede gibt, sind Glastücher. Hier muss man auch unterscheiden, es gibt hier verschiedene Präferenzen und Materialien. Das, was ich persönlich gerne mag, sind die klassischen Waffeltücher, die Mikrofaser-Waffeltücher. Und insbesondere mag ich die dickeren Waffeltücher, denn diese suppen nicht ganz so schnell mit Glasreiniger durch und dadurch wird das streifenfreie, schlierenfreie Reinigen von Glas einfacher. Bei den etwas, sage ich jetzt mal, normalen oder dünneren Tüchern mag ich die Cloudbuster, glaube ich heißen sie, von Microfiber Madness sehr gerne. Vor allem mag ich sie lieber als die Liquid Element Streakbuster, weil ich die, ja, sie funktionieren einfach besser für mich. Dann bei den etwas dickeren, wie gesagt, kann ich euch definitiv auch das von Shiny Garage empfehlen, erkennbar an der weißen Farbe mit den lilanen Rändern. Das etwas dickere Waffeltuch von The Rag Company, das, Achtung, ist als Trockentuch per se gekennzeichnet, funktioniert aber auf Glas hervorragend. Das etwas dickere Waffeltuch, auch wieder eigentlich als Trockentuch gekennzeichnet, von Microfiber Madness. Insbesondere, wirklich einer meiner Lieblinge, das Waffle Dryer von Gion, hier in dieser 60x40 cm Variante. Und das wären die klassischen Waffeltücher, Glastücher, die ich euch hier empfehlen kann, die ich unglaublich gerne verwende. Nochmal, sind nicht die günstigsten, keines von denen, was ich euch genannt habe, außer das von Shiny Garage, aber dafür funktionieren sie halt hervorragend. Wenn ihr auf die etwas moderneren Waffeltücher setzen möchtet, dann kann ich euch das von Sonax sehr ans Herz legen, das oftmals im Kombinationspack mit dem Glasreiniger, dem Scheibenstar, daherkommt. Extrem gut funktionierendes Tuch. Leider Gottes gibt es das nicht mehr. Es gab von Auto Finesse ein Tuch, was diese Carbonfaser hatte, aber die Waffelstruktur. Ich liebe dieses Tuch, ich verwende es auch nach wie vor sehr gerne. Absolut einer meiner Favoriten, gibt es aber in dieser Form nicht mehr zu kaufen. Und wenn ihr die Carbon-Tücher sehr gerne mögt, insbesondere mit dieser Fischhautstruktur, dann das ADBL-G, das hellblaue, also ADBL-G, das Herringbone von The Rag Company oder auch das neue Greensdale von Liquid Elements. Die kann ich euch empfehlen, wenn es um Glas geht. Politurabnahme, ich versuche es wieder so kurz wie möglich zu machen. Liquid Elements Red Snapper. Das Microfiber Madness Yellow Fellow ist zwar sehr teuer und kann nicht wirklich was besser, deswegen da müsst ihr selber entscheiden, ob ihr euch das holen möchtet. ADBL T1, gerade im 10er-Pack erhältlich, sehr, sehr, sehr zu empfehlen, weil preislich attraktiv. Aber auch das ADBL T2 funktioniert hier gut und auch das Soft 99 Tuch, ich weiß wirklich nicht, wie das heißt, und dieses hell-lilane Tuch funktioniert für die Abnahme von Polituren hervorragend. Abnahme von Keramikversiegelungen ist ein anderes Gebiet, wo ihr uns immer wieder fragt. Liquid Elements Eraser, ADBL T1, die Surfaces Special Coating Towels, die sind auch preislich sehr, sehr attraktiv. Die Pearl Edgeless von The Rag Company. Das sind so die Tücher, die ich euch empfehlen kann.
günstiger und schlechter in der Qualität als die würde ich persönlich nicht gehen. Es geht ja bei einer Keramik um den letzten Schritt von einem unglaublich aufwendigen Prozess. Und da sinnlos Geld zu sparen, weil man weiß, dass man die Tücher nachher wegschmeißen muss, halte ich eigentlich für nicht so sinnvoll. Innenraum ADBL schick, vor allem weil man das auch ohne Reiniger verwenden kann und soll, hat euch Sebastian in dem Video gezeigt. Aber auch die ADBL T2, weil sie ein bisschen kleiner sind, 30x30 cm, haben eine dünne, haben eine dicke Seite, funktionieren im Innenraum sehr, sehr, sehr gut. Dann Finishtücher, da rede ich davon, nach dem Auftrag von der Versiegelung nochmal kurz nachzuwischen. Oder vielleicht nochmal nach dem Entfetten kurz die allerletzten Reste runterzuholen, also wirklich absolute Finishtücher. Da verwende ich sehr gerne sehr spezielle Tücher, die auch mal ein bisschen was kosten dürfen. Beispielsweise The Rag Company Platinum Pluffel, The Rag Company Minx Royal, ein unglaublich schönes, weiches Tuch von der Struktur her. Das Liquid Elements Ultra Finish, Achtung, das ist nicht das Waxer, sieht ähnlich aus, das Ultra Finish ist aber dicker. Dann das Rag Company, ich glaube es heißt Everest, ein sehr, sehr dickes, aber auch sehr weiches, flauschiges Tuch. Das Fireball Terry Towel, unglaublich besondere, weiche Struktur. Aber auch das Petzolds Superflausch 3.0. Das wären so die Ultra-Finish-Tücher, die ich euch hier empfehlen kann. Und dann noch bei den Allzwecktüchern, die ihr wirklich für alle möglichen Einsatzzwecke verwenden könnt, wo es auch ein bisschen darauf ankommt, dass die vom Preis her attraktiv sind. Einmal ADBL Neon, aber auch grundsätzlich die ADBL T1 kann ich euch da empfehlen. Aber auch das gute alte Liquid Elements Value, die hellblauen. Und insbesondere diese unglaublich praktische Box mit 50 ganz kleinen orangenen Mikrofasertüchern von ADBL drin. Das wären so die Empfehlungen, die ich euch beim Thema Mikrofaser geben möchte, was auch meine Favoriten sind. Das waren also meine Produktfavoriten und meine Empfehlungen aus dem Jahr 2021. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video mit mir, mit Sebastian oder mit Juni wieder ein. Juni! Jawohl! Jawohl! We'll be right back.